Suat! Hallo again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Keller, erstes Belgische Burger-Röntchen im Jahre IFC 25 Röntchen. Ja, Ladies, ich sag euch hier schon mal, gewöhnt euch nicht an Dual-Aufnahmen. Ja? Ich weiß nicht, wie viele dieses Jahr kommen werden, ob überhaupt hiernach noch welche kommen werden. I don't know, man. Ich weiß es nicht. Wir gehen aber rein mit einem schönen, gemütlichen Battleship Wager um The Main Man, Rudi Völler, Chat. Wen sollen wir uns da rauspicken? Wir wissen auch mittlerweile Bescheid. Es gibt nur einen Rudi Völler und der spielt bei uns. Tone hat sich einen weiteren geholt. Herzlich willkommen. Das ist aber der Fake. Ein Rudi Völler. Ey, wie meiner ist Fake? Was soll das denn? Der hat einen Schnauzer. Du hast Polly das Schaf bei dir. Scheiße. Meiner wird performen heute. Ich habe aber einen Spieler neben Völler, der sieht auch aus wie Völler, die gleiche Frisur. Ah, also ich habe zwei Völler. Ja, meiner sieht fast auch aus wie Völler. Doch, nur die Frisur nicht vielleicht, aber ey, ansonsten. Freunde, ich würde sagen, wir freuen uns, dass Steini hier ein Battleship-Comeback hat. So ein Ding. Lass ey, ich habe nicht so viele Münzen, Ladies. Ja? Ich kann Dual-Aufnahmen sind sehr teuer. Ja, und das ist halt so. Das eine geht von dem anderen nicht. Es ist trotzdem ein sehr cremiges Team. Muss ich hier heute was discarden, dann, ja, dann ist halt doof. Ne? Deswegen Ton, spielen wir absichtlich schlecht. Daumen nach oben auf dieses Video, wenn Träumchen. Wir haben bei Tone ebenfalls eine Folge aufgenommen. Checkt das Ganze sehr, sehr gerne ab. Ist unten drin in der Videobeschreibung. Und ja, ansonsten gerne meine Partner abchecken. Tab Sport Cards, mein Trading Card Store mit der René zusammen. VT Breaks bei Tone. Tone seinen Trading Cards Shop auch gerne abchecken. Und ich würde sagen, ey, ihr seht beide Teams. Völler bleibt stehen. Wir halten noch kurz eine Zahl rein, wo wir glauben, der andere nimmt die nicht. In der Hoffnung, dass wir dadurch noch einen Game Changer bekommen. Ich halt rein. Ich auch. Alles klar, Spieler gehen auf die Bank. Bis gleich. So, Spieler sind auf der Bank. Ladies and Gentlemen, welche Format spielst du? Ich habe nicht die beste Formation. Ich habe 4-4-2, die zweite, mit ZDMs quasi. Habe ich auch nicht. Ich spiele auch die 4-4-2. Von daher okay. Sind wir da irgendwo beide auf dem gleichen Stand. Ja. Dann kriegst du einen Stürmer, ne? Genau, einen Stürmer und links, rechts im Mittelfeld, theoretisch. Gut, dann nimm mal die 5. Die 5? Perfekt. Direkter Innenverteidiger im Sturm. Geht gut los. Gut. Wichtig. Können wir noch eingeben oder sollen wir erstmal deinen machen? Ach so, LMR kann ich dir geben noch, ne? Ja, stimmt. Genau. Ja, dann machen wir den. Pass auf, dann kriegst du die 9. Warte mal, 7, 8, 9. Warte mal, 9 links. Also die Chance ist halt wirklich nicht hoch gewesen. Aber ja, du triffst. Dann mach den rechts. Und die 1 rechts Mittelfeld. Oh mein Gott, ich dachte kurz auch. Okay. Die 1 rechts Mittelfeld passt. Gut. Dann habe ich jetzt bei dir auch Sturm, LMR, ja. Stürmer wird, ich muss kurz meine Liste nehmen, damit ich nicht vergesse, wenn ich schon genommen habe. Wir nehmen erstmal im Sturm, Steini, würde ich sagen, mit der 1. Auf entspannt. Links Mittelfeld würde ich mit der 12 gehen. Und rechts Mittelfeld gehe ich mit der 7. Ist das gut oder ist es schlecht? Ich verstehe das halt nicht, ne? Wieso werden zum Start immer die Verteidiger gepickt? Das macht echt keinen Sinn. Du hast bei mir auch 2 Verteidiger genommen. LMIV, RMIV, Sturm LV. Wie geht denn das? Also, das ist echt hart. Ich überlege gerade. ZDMs bei dir, ne? Ja, genau. Ich habe 3 Games. Nee, ich habe 3, die du mir geben kannst, glaube ich. Okay, da hätte ich bei dir gerne die 10. Links. Okay, das war die Zahl, die ich reingehalten habe. Perfekt. Und die 11. Und die 11. Nicht gut. Not good, Not good, man. Du bekommst von mir zuallererst 2 ZMs. Dann machen wir die 6 und die 5. Machen wir 6 und 5. Ich verstehe es nicht. Ist das auch kacke? Wie geht das? Warte, lass mich raten, jetzt sind die Stürmer im Mittelfeld. Jein. So ungefähr. Ich kann keinen Gamechanger mehr kriegen. Hä? Wirklich? Du hast meine komplette Verteidigung steht. Du kannst mir nur noch den Torwart geben. Das war's. Krass, okay. Oder ich werde nie wieder 4-4-2 spielen in solchen Aufnahmen. Eigentlich ist die beste Formation wahrscheinlich so 4-3-3. Ja, 3 ZMs oder irgendwas wurde garantiert, was triffst auf einer Dreierposition oder zumindest mal die Hoffnung was. Genau. Ja gut, bei dir Abwehrkette. 12 ja. Linksverteidiger. Okay, 12 Linksverteidiger. Wir haben immer noch 3 Möglichkeiten. Konzentrier dich. 2 Rechtsverteidiger. Schau mal, Leute, eigentlich
Ist der, nee, der ist nicht Rechtsverteidiger gewesen. Wir müssen mal gucken. Nee. Und die Innenverteidigung bildet die 7 und die 8 von links nach rechts. 7 und die 8. Okay, dann habe ich wenigstens einen getroffen. Ich glaube, Trent Alexander-Arnold kann ja Rechtsverteidigung, aber ich hatte ihn, glaube ich, als Sechser im Team. Deswegen zählt das auf jeden Fall nicht. Okidoki. Meine Zahl ist übrigens auch weg. Deine ist auch schon weg? Okay, meine auch. Ja. Dann würde ich sagen, Steini, wir machen 2 Linksverteidiger. Dann, aber dir ist ja eigentlich egal, du kannst eh keinen Gamechanger kriegen. Dann kriegst du die 9 Rechtsverteidigungen. Gut, damit spiele ich ohne Team. Perfekt. Und Innenverteidigung wollen wir noch ein bisschen die teuren Spieler von der Bank reinholen, okay? Und das machen wir mit der 11. Und wir machen das mit der 3. Nein, lass die draußen einfach. Nein. Die teuren reingeholt? Nein, einfach nein. Nicht bei so einem Team, nein. Junge, bei dir die 6 ins Tor. Ist das I? Boah, die 6 hast du gerade richtig so mit bösen Gewissen so die 6 rein. Bah! Ganz kurz, die 6, wie viel Zentimeter hat er? 1,92. Bei dir 4. 4 Pferdetrix. Bah! Das gibt's doch nicht! Erzähl mal kurz, was ist passiert am Ende? Ich muss mich aufklären. Ja, das wirst du gleich sehen, wenn du mein Team siehst. Ekelhaft, Junge. Wie kann man denn so sein? Wer ist bei dir auf der Bank geblieben? Freddy Jungberg und Alex Garcia von Leverkusen, diese Dingskarte da. Ja, genau, okay. Bei mir ist Carragher und Valverde auf der Bank. Also zwei schon nicht schlechte. Wie viele Gamechanger habe ich? Ich habe 2 Gamechanger, das heißt, ich darf jetzt was umstellen. Ich weiß nicht, wie ich hier nach vorne kommen soll gerade. Weil wenn ich mir mein LMRM angucke, ganz schwierig. Wenn ich mir mein Mittelfeld angucke, weiß ich überhaupt nicht. Und über die Defensive möchte ich gar nicht reden. Ja, Tone stellt eben um und dann seht ihr gleich das Team wieder. Ich habe umgestellt, Dani. Wir können uns einladen. Ja, hier steht beides. Sieht geil aus. Tone hat umgestellt. Das ist mein Team. Ich kann hier nichts machen. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist einmal kurz die Bank voll. Und dann lade ich Tone ein und dann sehen wir uns gleich im Spiel. Boah, denn ZM, der ist doch klein, oder? Oh mein Gott, es kracht ja komplett. Du hast sogar Sava im Team. Himmeldonnerzwirn. Ja. Deswegen hast du so reagiert. Ja, genau, das war's. Also die jetzt draußen lassen können. Das hätte man Freddy Jungberg oder so reinpacken können. Ah, also das ist echt, das ist ja noch schlimmer als das, was mal passiert ist. Ja, was mal passiert ist. Ne? NRP. Wir testen mal kurz. Okay, ich habe noch nie mein Leben so ein schnelles Tor gemacht, Freunde. Dein Torwart, der ist 1,20 groß, habe ich das Gefühl. Nee, der ist tatsächlich 1,80. Aber ist ja auch nicht groß für einen Keeper. Problem ist, der ist Bronze. Aber du hast Son, jetzt kannst du wieder Finesse. No! Rowdy, let's go! Hey! Wie schnell? 3 Minuten gespielt? 1-1, Junge. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte noch ein Team stehen. Da steht das hier schon 2. Du hast aber so eine Spielweise, ich kann gegen dich meistens nicht. Aber sagt jeder, keiner spielt irgendwie gerne gegen mich, weil ich eine Spielweise habe, die existiert nicht. Ja, du spielst halt nicht so Meta, sondern du spielst Meter. Nee, ich spiele einfach drauf los. Andere Peter spielen Meta, ich spiele den Peter. I'm single lady. Aha, hast du erkannt, wo das, was meine Idee war? Jetzt ruf. Aber ich muss sagen, also es ist gerade qualitativ sehr hochwertiges Spiel. Hey, ich wollte mir so hochchippen zum Flanken. Das auf jeden Fall mit reinschneiden. Das ist lustig. Nö. Damit die Knie wackeln. Hey, wenn das kein Abseits ist. Wieso schießt denn? Ich war abseits. Ah! Kurz Herzinfarkt, ey. Ich dachte, was passiert hier? Goalkeeper. Guck mal, warm schießen, den Mann. Tust nicht. Ja, ja, Keeper ist da. Rowdy sieht auch einen. Oh, ja. Ich hab's geschafft. Der war schick. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Der war schick. Der Sanchez. Aber Rowdy wieder gut. Ja, gut, Rowdy. Gut abgelegt. Ja, Rowdy ist aber echt eine geile Karte in dem Spiel, gell? No, ja, der kann halt alles. Hat er Finesse-Schuss plus? Nee, gell? Nee. Oh, nein. Ah! Oh, Schusstäuschung erst machen, ich Idiot. Irgendwie so, nein! Tick! Danke, Steini! Warst du im Abschluss-Bootcamp oder wo warst du? Wo schießt der denn hin? Jawohl, jetzt bin ich da. Digga, ich bin im Mittelfeld ja geisteslos. Let's go! Das sind so Momente, wo ich es liebe, dass du hinten den Ball gar nicht rausspielen kannst in diesem neuen IFC. Komm mal, rennt der da über dem halben Platz. Ne, geht bei mir auch nicht. Und dann will ich den Ball klären und dann geht der 2 Meter. Nein, nicht. Nicht außer das. Oh, du machst ihn nicht, gell?
Nein! Ich dachte, das war der! Scheiße! Ich auch! Ich hatte so Angst vor... Alter, ich hatte Angst vor Kim. Jetzt nicht... Ja, ich hab aber... Dings, ich dachte erst, es wäre Son. Oh, Baby. Das war's, Baby. Wow! Hast du einen Torwart drin, oder? Mein Knorr ist halt echt eine Pfeife. Wirklich, ich bin in der Wiki-League aufgefallen. Was ist denn mit Son? Ist vor allem, der ist ja out of position und alles, ne? Son ist ein Ekling. Nein, Stein! Ich hab gemoved. Rowdy, nein! Ja, das ist ja geil. Der fühlt sich an wie ein Bronze-Bob. Komm. Let's go, Rowdy! Ich glaub, das ist doch den echt. Nein! Mike, no! Oh dear, we are in trouble. Bro, was? Deswegen hasse ich dieses Spiel, Alter. Was soll denn das? Klär doch den Ball! Mike, no, hatte ihn. Klär doch einfach den Ball! Ach, Mann, ey! Wieso pöllen denn den Ball nicht weg? 100 Jahre, die Eingabe schon drin, passiert nichts. Mann, ey. Wir so an der Sensation geschnuppert, ey, und Mike dann verkackt. Schon mal vor, jetzt kassiert man so 3 Discards. Ja, wird auch passieren. Ach, Völler, komm doch aus dem Abseits. Wieso schimmelt der da im Abseits rum, der Trottel, ey? Das ist für mich das allerletzte. Lol, hast du die Animation von Hernandez gesehen? Was war das denn? Er ist einfach zicke-zacke gelaufen und das Spiel hat den nicht zum Ball gehen lassen. Alter, deine Abwehr ist ja richtig. Keine Chance, nee, die stehen alle nur noch rum. Ref? Immer minimal im Abseits, ey. Chancen sind ja da. Torwart, er kommt nicht raus. Aber er hält ihn. Er hält ihn! Und das ist es jetzt. GG. Das bitte, du hast GG, Stani. Ja, irgendwann hinten raus ging die Luft raus. GG. GG, Alter, was ein Spiel, Jungs. Aber waren schöne Tore, war alles dabei. Ich hoffe jetzt, was nicht dabei ist, ist ein dicker Discard. Der Rest ist mir egal. Ey, ich stelle mein Team um, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe umgestellt. Feel free. Okay. Meine Formation 4-4-2 war das, gell? Ja. Oh Gott. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, ich werde das aus dem Mittelfeld nehmen und was aus dem Verteidigung oder Torwart. Das ist meine Tendenz. Stürmer sehe ich mich nicht. Ich glaube, du hast umgestellt. Denke ich, dass du die Eier hast, nichts umzustellen jetzt. Ich nehme. Ich fange im Mittelfeld an. Ich nehme den LM erstmal. Linker Mittelfeldspieler. Und ich nehme einfach Verteidigung. Ich tendiere zum Rechtsinnenverteidiger oder Torwart und ich nehme einfach den Innenverteidiger. Rechter IV. Du hast Pedro Porro getroffen. Aha. Und du hast Holmen Zorn. Ach man, Alter. Treff doch Mike Nann oder so, der schuld war. So, sind beide drin hier. Sehr gut. Hab ich weggejagt, tut weh. Sonny Boy hat gute Partie gemacht. Ja, der ist auch sehr sympathisch, wieder, gell? Ist ein richtig stranger, ist so ein Sweeten. Genau. Ist so ein Sweeten. Beide weg. Medi Rashid hat Aibade oder wie die heißt damit genommen. Ey, Ladies, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich glaube, das Gameplay hat wieder alles gehabt. Checkt sehr, sehr gerne Tonusaufnahme ab. Und ja, goodbye, Sonny Boy. Und ja, auch mal oben mit Träumchen. Schönes Wochenende. Leute, bis bald. Tschüss.